Ja, servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 1. Wir sind ja mittlerweile im Kapitel 6 angelangt. Und ich glaube mal jetzt, dass es da auch nicht unbedingt friedlicher zugeht, weil jetzt überall schon Leichen rum. Was wir ganz dringend benötigen, ist auf jeden Fall Medipacks. Munition haben wir jetzt eigentlich relativ viel. Ja, das sind ja schon Medipacks, wunderbar. Sogar ein mittleres, das ist sehr gut. Also lohnt sich doch mal einen Blick auf die Toilette zu werfen. Plasmaenergie, da vorne ist noch. Ah, mach dich weg. Ich hasse diese scheiß Viecher, ich sag's dir. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch mal kurz ein Medipack. Wir haben jetzt noch ein mittleres gefunden. Das heißt, wir können ein kleines nehmen. Dann sind wir auch wieder fast voll. Okay, es sieht aus, als wenn wir mit dem Aufzug fahren müssen. Und das werden wir dann auch tun. Erstmal schnell alles nachladen, dass wir auch dann schussbereit sind, wenn die Gegner kommen. Wie es aussieht, geht es nach oben. Oder nach unten, je nachdem. Bewässerungsphase eingeleitet. Ich dachte schon, was geht jetzt ab? Da vorne lebt noch einer. Was ganz Neues. Isaac, wie schön, Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Aha. Es ist riesig. Sie wollen es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager, aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Oh oh. Aufgabe inaktiv. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann erstmal durchgehen und das Job gehen. Leviathan einsetzen. Strahlenkanone ist immer gut. Müssen wir eigentlich hin? Dadurch. Okay. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammond noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Bericht aus dem Chemielabor von Professor Jägerwald H. an Dr. Cross, Elizabeth. Sicherlich wissen Sie bereits von den organischen Wucherungen, die in einigen Teilen des Schiffs aufgetreten sind.
Ich habe die Substanz untersucht und dachte, die Ergebnisse könnten Sie interessieren. Die Zellen ähneln am ehesten denen von Bakterien mit viralem Verhalten. Wie bei Bakterien infiziert der Organismus andere Zellen durch Osmose, mutiert dann und reproduziert sich durch Agamogonie. Erstaunlich hierbei ist die Geschwindigkeit, mit der die Substanz wächst. Ein einzelnes Bakterium reproduziert sich in nur einer Minute bis zu 20 Mal. Etwas Vergleichbares ist mir noch nicht untergekommen. Ich würde meinen Ruf nicht darauf verwetten, aber ich möchte meinen, dass wir es hier mit einer echten außerirdischen Lebensform zu tun haben. Professor Hawley glaubt, es könnte eine Habitat-Transformer sein. Die Mengen an Gasausdünstung sind enorm. Warum es auch so übel riecht, aber welchen Zweck es dienen könnte, wissen wir einfach nicht. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, Heinrich. Na, du, lass mal. Na gut, da müssten wir halt schon rein, aber da ist kein. Verdammt. Jetzt ist hier nochmal ein Speicherpunkt, dann können wir gleich mal nutzen. Dann müssen wir nicht alles nochmal laufen. Und jetzt fühle ich mich gleich besser. Da müssen wir lang. Oh Gott. Wir müssen ganz hinten durch. Sehr cool. Gar nichts mehr. Klasse. Jawohl, eine Werkbank. Gucken, ob wir einen Knoten haben wir. Das ist sehr gut. Gehen wir jetzt wieder hin. Ist gut, dass ein Schuss immer reicht. Gott sei Dank. Der hat ja sehr viel bei sich. Oh Gott. Das ist doch wieder 100%. Eine Falle. Oh Gott. Das ist 100% eine Falle, da kannst du davon ausgehen.
Treibzahl, ey. Ohne Scheiß. Jetzt kann ich das Medipack nehmen, toll. Jetzt mal ein bisschen ein auf ängstlich. Zumindest haben wir jetzt schon mal das eine Übel da besiegt. Oh, schon noch so ein Viech. Drecksviecher, die gehen mir so auf den Eier. Das gibt's überhaupt nicht. Ne, hier war's nicht. Das war der andere Raum. Wo ist denn der jetzt? Hier. Müssen wir denn jetzt eigentlich lang? So, der Fahrstuhl hoch, okay. Ebene 1 Zimmer, wahrscheinlich Ebene 2 würde ich mal tippen. Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ein zuständiger Techniker wurde informiert.
Na dann. Jetzt erstmal hier lang. Gut, Credits kann man immer gebrauchen. Jawohl, Speicherpunkt. Sehr gut. Läuft. Weil das sind, glaube ich, solche, wo explodieren, gell? Die sind nicht so schwer zu besiegen. Ich muss einfach nur auf den Beutel da schauen. Schießen, wo sie. Ja, okay, wenn das kein Bosskampf ist. Straße können wir gut gebrauchen, hole ich mir jetzt gleich mal was. Eintritt Schwerelosigkeit. Gut, mal hier müssen wir also der Schwerelosigkeit. Nee. Vier Schuss. Ja. Ist nicht wirklich viel. Aber ich denke mal, das ist. Alter Falter! Der richtig unnötig viel Munition verschwendet, ey. Mann, du. Gott,
Was habe ich jetzt hier drin gesucht? Gar nichts. Klasse. Was hat es mir jetzt gebracht, hier reinzugehen? Nix, oder wie? Du warst ja doch richtig die andere Richtung. Können wir nochmal speichern. Ja, liebe Leute, ich beende jetzt diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gegebenenfalls auch ein Abo, aber das wisst ihr ja mittlerweile alles. Das muss ich nicht immer sagen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat oder was ich noch verbessern kann. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Dead Space 1. Ich bin euer Ultimate Gaming LP und sag ciao ciao.